Hallo Freunde, willkommen zum neuen Vlog. Wir haben Dienstag und ich fahre gerade zu Dodo und wir spielen am Donnerstag, das heißt übermorgen schon wieder zu Hause. Wir haben einfach das dritte Heimspiel hintereinander, das ist schon echt krass. Gegen Viktoria Klarholz, ihr habt es vielleicht im letzten Vlog gesehen, Platz 15 gegen 16. Es wird brutal knapp, es wird brutal eng und vor allem wichtig für uns. Was willst du? Deswegen schaue ich jetzt mal zwei Tage vorm Spiel, was Dodo mit mir macht. Aber so wie ich ihn kenne, wird er genau wissen, was für mich gut ist. Und deswegen schauen wir jetzt mal ins Training rein. Hallo Dodo. Hallo Felix. Ich habe ins. Ist das deine Höhe hier eigentlich? Nee, ein bisschen höher. Ein bisschen niedriger, ne? Bisschen höher. Ja, die Höhe. Italienische. Was willst du sagen? Italienische was? Italienische Standardgröße. Ja, Alter. Was sagst du zu meinem Trikot? Bombastisch. Was ist das? Fenner? Fenerbahçe. Ich habe mit türkischen Clubs nichts am Hut, aber dadurch, dass Fenner bei Puma ist, habe ich mir das mal bestellt. Ja, stark. Seitdem drehen die ganzen Türken in den Kommentaren durch. Das ist gefährlich, ne? Fenner, Gala, Beşiktaş. Gefährlich. Ja, ich bin immer auf der Hut. Was machen wir heute? Ich habe in zwei Tagen Spiel. Wir dürfen nicht zu viel machen. Genau. So, dass es knallt, aber ich. Vor allem ein bisschen. Donnerstag on point bin. So machen wir es. Geil. Das war's. Wir sind durch. Dodo hat es echt gut hinbekommen, mich zu belasten, aber nicht zu krass zu belasten. Wie gesagt, übermorgen ist ja Spiel. Ich freue mich aber jetzt schon unnormal auf Donnerstag. Flutlichtspiel. Kann nur krass werden. So sieht's aus. Ich geh jetzt duschen. Hi! N'Golo, sag's ihm. Komm, N'Golo, sag's ihm. Ladies and gentlemen, it's match day. So sieht's aus. It's match day, ladies and gentlemen. Wir haben heute Abend um 20 Uhr ein Spiel. Wir haben 11.39 Uhr. Ich gehe jetzt was Mittagessen mit einem Kumpel. Hab bisher am Schreibtisch viel geschafft und ich bin irgendwie maximal gut drauf. Ich weiß nicht, kennt ihr so Tage? Ihr hört Musik, seid alleine am Dancen, freut euch, Leben ist gut. So muss sein. Das ist die positive Energie des Lebens. Das ist Weltklasse. Ich weiß schon genau, was ich esse. Ich werde Bruschetta als Vorspeise, Bruschetta und dann Nudeln mit Lachs. Boah, hab ich richtig Bock drauf. Weiß ich jetzt schon, dass ich das nehme. Ja, Freunde, und jetzt ist es schon wieder soweit. Gefühlt gestern noch gespielt am Sonntag, heute schon wieder Donnerstag. Und wir spielen gegen Klarholz. Wichtigkeit des Spiels brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. 15 gegen 16, absolut krass. Und ich bin jetzt kurz vor Treffpunkt auf dem Weg zum Platz. Ganz normaler Ablauf gleich. Wir essen zusammen, dann gibt es Videoanalyse vom Gegner. Und dann starten wir rein ins Spiel. Ich freue mich mega drauf und wünsche euch viel Spaß. Let's go. Später sitze ich hier und kommentiere das Spiel gleich für euch, Freunde. Bevor wir uns die Tabelle und das Spiel gleich anschauen, supportet mich und die Serie sehr gerne und lasst ein Abo auf dem Channel da und auch sehr gerne einen Daumen nach oben bei dem Video. Würdet ihr mich sehr mit supporten. Viele von euch feiern die Reihe und jetzt starten wir rein ins Spiel, beziehungsweise mit dem Blick auf die Tabelle. Und da muss man sagen, knapper kann es im Abstiegskampf gar nicht sein. Klarholz hat auch in den letzten Spielen ein paar Punkte geholt und steht jetzt auf Platz 15 und wir knapp dahinter auf Platz 16. Und wenn wir heute gewinnen,
können wir einfach auf Platz 14 rutschen. Das heißt, wir haben mit dem Abstieg auf Platz 14 gar nichts mehr zu tun. Und das muss natürlich das absolute Ziel sein. Das ist ein 6-Punkte-Spiel, wie die letzten Spiele auch schon. Und dann hätten wir einfach 9 Punkte aus 3 Spielen geholt. Das wäre Maximum. Deswegen starten wir rein ins Spiel. Wünscht uns viel Erfolg. Was gibt es Geileres als ein Flutlichtspiel am Abend? Wirklich komplett krass. Auch wieder einige Fans da gewesen. Vielen Dank dafür für die Unterstützung. Und ja, ultra geil. Wir starten mit folgender Startelf rein. Und zwar Lübke im Tor, dann die Viererkette Nils, Morris, Cerro und Freddy. Eddie auf 6, davor Philly und Captain Nico. Links Umut, rechts Jamal und vorne Lo. Hat sich nur ein bisschen was geändert. Kami ist rausgerückt, weil der gelb gesperrt ist. Und ja, das ist unsere Startelf. Damit starten wir rein ins Spiel. Und Lo stößt hier in der ersten Minute zum Spiel an und Eddie spielt den Ball zurück. Wir starten dann in die zweite Minute. Da wird es nämlich direkt mal gefährlich für Klarholz. Morre klärt jetzt hier den Ball nach hinten und dann kommt der Ball auf die linke Seite. Er nimmt ihn direkt und, Leute, Lübke hält den Ball richtig gut. Das sieht man hier an seinem Jubel. Aber guckt euch mal an, wie eklig der Ball auftickt. Wirklich, boah, richtig krass. Wenn er ein bisschen höher tickt, sage ich, hat Lübke keine Chance. Deswegen richtig krass gehalten. Und auch hier die Ecke wird gefährlich. Klarholz kommt zum Kopfball und er geht zum Glück hinten am Pfosten vorbei. Also direkt in den Anfangsminuten sehr gefährlich von Klarholz, einige Aktionen. Hier erstmal gut durchgesetzt und dann will er schießen. Der Schuss wird aber geblockt und dann fahren wir einen Gegenkonter hier richtig gut über Philly und Nico. Und Nico mit seinem Körper und seiner Schnelligkeit setzt er sich jetzt hier auf der Außenlinie durch. Und Philly, ja, steckt jetzt hier den Ball für Nico durch. Lo war auf Außen, das heißt, er fehlt gerade so ein bisschen in der Mitte. Und dann kommt der Ball rüber auf Umut. Der Ball ist leider nicht präzise und dann ist das Ganze nicht mehr so gefährlich und Umut spielt hinten rum. Wir bleiben aber aktiv, auch wenn die ersten Minuten Klaus gefährliche Chancen hatte, waren wir dann echt drückend und hier der Stecker auf Nico, der leider von Jamal nicht ankommt. Aber auch hier setzen wir nach und ja, Klaus hatte auf jeden Fall Probleme mit unserem Offensivpressing. Das haben wir richtig stark gemacht. Hier ist wieder Jamal am Ball, der hat eine überragende Partie gemacht, kommen wir gleich auch noch zu. In der 10. Minute und ja, dribbelt jetzt hier in die Mitte, spielt mit Umut. Umut kommt nach außen, spielt jetzt hier auf Philly und Philly nutzt den Ausrutscher vom Gegner aus, zieht in die Mitte und schießt einfach mal. Und ja, war zwar ziemlich zentral, aber gut, sich hier den Abschluss zu nehmen. Gefällt mir auf jeden Fall, wenn er das öfter macht. Und guter Abschluss hier in der 10. Minute. Eine Minute später sieht man, wie gut wir gepresst haben, nämlich hier. Ja, drängen wir den Verteidiger ein und dann erobert Umut den Ball, spielt jetzt hier auf Lo und Lo lässt den Ball durch und nimmt sich den Abschluss. Der ist leider ein bisschen zu flach und ungenau, aber der Platz war so holprig, es hätte auch einfach hoppeln können, wie bei dem Schuss ganz am Anfang und der Ball ist drin. Und in der 23. Minute guckt euch diese Aktion an, ich sage einfach mal gar nichts. Boah, einfach krass. Jamal, was macht der da? Wahnsinn, setzt sich hier durch und dann ein bisschen notgedrungen tunnelt er, glaube ich, den Torhüter, weil er nicht mehr drüber kommt. Aber was ist das für eine Aktion? Freut mich wirklich sehr krass für den Jungen. Hat er sich mächtig verdient. Und dazu muss man sagen, er hat den ganzen Tag gefastet wegen Ramadan. Seit vorm Spiel kaum was gegessen und dann so eine Leistung schon echt. Hut ab, richtig stark und wir führen 1-0. Besser hätte es nicht laufen können. Wirklich richtig, richtig gut. Und dann hatten wir so eine Phase, wo wir echt am Drücker waren. Und auch ja, noch zu 2-0 erhöhen können. Aber wir haben es leider verpasst und ja, jetzt in der 29. Minute macht Nico das hier stark und sieht gleich den Raum für Eddie, chippt jetzt hier den Ball rein und das haben wir wirklich überragend gemacht. Wir haben die Räume im Mittelfeld gesehen und dadurch das Spiel schnell gemacht, spielt jetzt hier raus auf Umut. Umut legt sich den Ball vorbei, will schießen und dann wird aber zur Ecke geklärt. Aber richtig guter Konter und ja, jetzt muss man sagen, hat sich einer ins Stadion geschlichen, nämlich wieder ein Sniper. Und hat hier einfach dem Freddy ins Bein geschossen. Also macht man echt nicht. Da muss unsere Security ein bisschen besser aufpassen. Und Freddy ist aber schon direkt wieder da im Zweikampf. Und jetzt wird hier gleich der Stecker für Klarholz durchgespielt. Der ist aber relativ ungefährlich, beziehungsweise Freddy und Cerro laufen den ab. Und somit ist aus dem Sniper-Angriff von Freddy nichts geworden. Jetzt macht Klarholz es richtig gut in der 34. Minute. Erkennen sie hier den Raum, bringen den Ball in die Mitte und dann ist der Stürmer einfach frei und steht 1-1. Das war die erste richtige Chance von Klarholz bis auf den Schuss am Anfang. Und direkt nutzen sie es, wirklich stark gemacht vom Stürmer, weggeschlichen vom Morre und dann steht es 1-1. Ja, so ist es, richtig ärgerlich. Aber wir sind gut zurückgekommen, muss man sagen. Eddie setzt hier zuerst nach, hat den Ball zwar noch nicht, aber dann machen wir es hier richtig stark. Jamal richtig gut hier weggedreht und das ist jetzt wieder überragend von dem Jungen. Setzt sich hier durch, spielt mit Lo den Doppelpass, steckt jetzt hier durch auf Nico. Nico könnte schon aufs Tor gehen, spielt aber nochmal rüber auf Umut. Und Umut einen schlechten ersten, aber dann was für ein Dribbling und macht das 2-1.
Junge, komplett krasse Aktion. Hat mich so gefreut für Umut. Und was ist aber, Junge, krasses Dribbling, hier nochmal durch drei Leute durchzugehen, dann die Übersicht zu haben und einfach unten links einzuschieben. Komplett krass. Jubelt hier zu seiner Family, auf der Tribüne saß. Wow, einfach nur krass. Und ja, hier kurz vor der Halbzeit nochmal eine richtig gute Aktion von Loh, der hier einen kleinen Schubser gibt, auf gar keinen Fall ein Foul. Setzt sich dann hier an der Außenlinie durch. Und man denkt manchmal, dass der Loh langsam ist, aber der hat echt ein gutes Tempo dann drauf. Bringt jetzt hier den Ball in die Mitte und dann weiß ich gar nicht, wie Nico den Ball aufs Tor bringt. Und ja, aber wir führen mit 2:1 zur Halbzeit. Und der Schiedsrichter pfeift auch hier die erste Hälfte ab. Man muss sagen, 2:1 auf jeden Fall verdient. Dieses eine Gegentor, ja, ärgert mich oder ärgert uns auf jeden Fall, dass das gefallen ist, weil es unnötig war. Wir hatten komplett die Oberhand im Spiel und haben Klaus dann durch das 1:1 zurückgeholt. Aber sehr, sehr wichtig, hier noch das 2:1 gemacht zu haben. Und wir starten rein in die zweite Halbzeit. So sieht's auch aus. Klaus stößt jetzt hier an über ihren Stürmer. Und wir starten rein in der 46. Minute. Langer Ball von Klaus, wurde aber nicht gefährlich. Anders hier. 51. Minute, macht Nils es richtig stark, finde ich, ist kein Foul, könnt ihr gerne reinschreiben. Und dann hat Fili den Ball und hat gleich alle Optionen. Loh läuft links, entscheidet sich Fili aber nicht zu spielen. Und dann will er den Königspass spielen auf Jamal. Und Jamal ist echt schnell, aber der war ein bisschen zu steil gespielt. Sonst wäre es eine richtig krasse Aktion von Fili gewesen. Jetzt hier seht ihr rechts die Ecke von Klarholz. Lübke fängt hier den Ball ab und will dann das Spiel schnell machen. Macht jetzt hier den langen Ball und ihr seht es gleich jetzt wieder im Bild. Jamal macht stark, legt jetzt hier den Ball ab. Nico legt sich den zuerst vorbei und dann wird er leider gestoppt. Was hätten wir sonst für einen Raum gehabt mit Jamal rechts und Umut links? Das wäre richtig gefährlich geworden. Aber so war es jetzt. 57. Minute dribbelt Jamal den Ball wieder an. Nico hat hier den Ball und spielt jetzt einen richtig starken Stecker auf Umut, der durch ist. Zieht jetzt hier in die Mitte, überlegt, was macht er, und er schießt einfach. Ist aber ein bisschen zu zentral und kein Problem für den Torwart, zumindest im Nachfassen. Jetzt hier in der 67. 10 Minuten später ein langer Ball von Morre. Jamal macht es hier stark, zieht jetzt hier in die Mitte, sieht jetzt hier Berko und der macht es richtig gut, dreht am ersten vorbei und dann am zweiten und spielt jetzt hier Freddy rein und dann holt Freddy hier die Ecke raus. Also wir hatten offensiv echt gute Aktionen, aber so richtig drückend, dass wir vors Tor kamen, war es noch nicht. 69. Minute, kommt Klaus jetzt hier nochmal nach vorne und kommt irgendwie durch unser Mittelfeld und dann sucht der Stürmer hier den Abschluss, aber das ist wirklich nicht gefährlich, zumindest nicht für Lübke, das macht er auf jeden Fall stark. Für Loh war dann das Spiel vorbei, wieder gut gearbeitet vorne und dann durfte ich noch 20 Minuten ran und hier auch die erste Aktion, eine Minute nach meiner Einwechslung hat Jamal den Ball, ich deute den Stecker an und krieg auch den Ball und dann sehe ich in der Mitte, dass Berko auf 1 läuft, das macht er richtig gut und dann verpasst er leider den Abschluss, das wäre richtig geil gewesen, hier in der ersten Aktion direkt vors Tor zu kommen. 75. sieht es dann anders aus. Nico hat hier den Ball, spielt jetzt hier zurück. Ich block den Verteidiger und dann hat Berko hier den Ball. Muss nur noch einschenken und das macht er auch. Der Schiedsrichter sagt aber, der Ball war nicht drin. Und Freunde, das gucken wir uns nochmal genau an. Ich habe es im Spiel schon sofort gesagt, der ist drin. Und das ist jetzt die erste Wiederholung. Hier seht ihr in der zweiten. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Für mich aber 10 von 10 mal ein Tor. Kann man jetzt natürlich drüber streiten. Muss der Linienrichter das sehen, der natürlich genau auf der Höhe stand. Ja, schwierig, aber es war auf jeden Fall ein Tor. Anders hier, richtig stark gemacht von Eddie. Und dann macht Berko hier den Deckel drauf auf das Spiel. Richtig stark, kein Abseits, alle heben die Hand. War aber kein Abseits und Berko, ja, macht sie richtig stark nach seiner Einwechslung. Und macht das Tor richtig gut. Ich habe hier nochmal eine Aktion, drehe mich hier auf und dribbel hier am Gegenspieler vorbei. Dann ist Umut zuerst, glaube ich, im Abseits. Deswegen warte ich noch einen Moment, spiele dann auf Umut. Und dann spielen wir nochmal hinten rum und ja, man muss echt sagen, der Deckel war dann hier drauf. Klaus hat echt nicht mehr viel gemacht und jetzt holt Nico hier auch noch den Freistoß raus. Und dann pfeift der Schiedsrichter in der 93. Minute das Spiel ab und wir gewinnen 3:1 zu Hause gegen Klaus. Und guckt euch das hier an. So muss es wirklich aussehen nach dem Heimsieg. Und ja, wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt, muss man echt sagen, nach einer langen Leidenszeit macht es als Wattenscheider endlich mal wieder Spaß, auf die Tabelle zu gucken. Wir sind nämlich 14. und haben noch ein Spiel weniger. Das heißt, wir haben noch ein Nachholspiel gegen Vreden. Und Vreden ist jetzt auch nur noch 7 Punkte von uns weg. Also wir klettern gerade echt Spiel für Spiel. Und das macht einfach nur Bock. Und ja, auch für dieses Format, für alle, die sich Woche für Woche Mühe geben und den Allerwertesten aufreißen, ist das wirklich nur eine Genugtuung, das hier zu sehen. Und ich hoffe, auch euch macht das Spaß. Lasst, wie gesagt, gerne ein Like auf dem Video da.
Ich wünsche euch auch viel Erfolg weiterhin und dann sehen wir uns am Sonntag schon wieder. Es kommen hier echt Videos ohne Ende aktuell. Mega viel Arbeit für mich, aber es macht mega viel Spaß und ich wünsche euch eine geile Restwoche, gutes Wochenende und bis zum nächsten Spiel. Haut rein. Ciao, ciao.